Geschichten. Mein Mann entdeckte, dass ich eine halbe Million Rajas gerettet hatte. Am nächsten Tag verschwand er mit meinem Geld und hinterließ ein Scheidungspapier. Aber er hat es nicht erwartet. Eines Tages fragte mich mein Mann, hey, wie viel Geld haben wir in diesem Safe? Ich lachte und sagte, wahrscheinlich etwa 500.000 insgesamt. Am nächsten Tag, als ich nach Hause kam, lag ein unterschriebenes Scheidungspapier auf dem Wohnzimmertisch und mein Mann und der Safe waren weg. Mein Name ist Natalia, ich bin eine 58-jährige arbeitende Hausfrau. Ich arbeite hart an meinem Job. Mein Hobby ist es, Geld zu sparen. Als ich ein Kind war, eröffnete meine Mutter ein Sparkonto für mich. Sie sagte mir, dass die Einzahlung von Geld in der Bank die Zahlen wachsen ließ und es schien mir so viel Spaß zu machen. Ich fing an, nach und nach einzuzahlen, begann mit nur einem Real und genoss es wachsen zu sehen. Als meine Ersparnisse jedes Jahr um ein paar Cent zulegten, war das eine angenehme Überraschung für mich. Da ich Geld und seine Funktionsweise mochte, arbeitete ich als Finanzplaner und beriet im Asset Management. Eines Tages erzählte mir ein Studienfreund, dass ein alter Kindheitsfreund in ernsthaften Schuldenschwierigkeiten steckte. Könntest du ihm einen Rat geben? Also beschloss ich, ihn zu treffen. Dieser alte Freund meines Freundes war ein hübscher Mann mit einem erfrischenden Lächeln. Mein Freund erklärte mir, dass er trotz seines Aussehens das Spielen liebte und Schwierigkeiten hatte, die Rechnungen zu bezahlen. Ich dachte, du, Natalia, könntest ihm einen guten Rat geben. Sein Name war Alfonso. Als Alfonso seine Geschichte hörte, gab er zu, dass er das Glücksspiel liebte, ebenso wie seine Eltern. Schlimmer noch, er übernahm sogar die Schulden seiner Eltern. Natürlich schien er sehr besorgt, ich fand seinen besorgten Ausdruck fesselnd. Wie mein Freund mich gebeten hatte, stimmte ich gerne zu, ihm zu helfen. Rückblickend mag ich mich ein wenig in ihn verliebt haben, aber ich hätte nie gedacht, dass dies zu einer Reihe von unruhigen Ereignissen führen würde. Jedenfalls riet ich Alfonso, seine Schulden zu konsolidieren und seine monatlichen Ausgaben zu reduzieren, damit er alles irgendwie verwalten konnte. Kurz danach fingen Alfonso und ich an, uns zu treffen. Mein Freund widersprach und sagte, ich würde nicht empfehlen, bei ihm zu bleiben. Aber wir gingen voran und heirateten. Ich dachte, die Ehe würde uns helfen, mit Alfonsos Schulden umzugehen. Mein Einkommen war sehr gut für mein Alter, so dass der Großteil von Alfonsos Einkommen seinen Schulden zufiel, und ich stellte sicher, dass er die Verbindungen zu seinen Eltern unterbrach, um weitere Schulden zu vermeiden. Ich gab Alfonso auch eine Erlaubnis von 500 Ries. Als Alfonso beschloss, sich zu distanzieren, rief seine Mutter, undankbarer Sohn. Ich wünschte, ich hätte dich nicht geboren. Es ist normal, dass ein Sohn die Schulden seiner Eltern begleicht. Dein Vater sagte auch, ich kann nicht ruhen, bis ich dir gebe, was du verdienst. Du gehörst nicht zu uns, mein Mann. Alfonso, erschöpft von den Schulden meiner Schwiegereltern, sagte ihnen schließlich, genug ist genug. Ich bin nicht dein Geldautomat. Ich versuche mein Bestes. Und es kam zu mir zurück. Er war endlich erleichtert, meine Schwiegereltern loszuwerden, die ihre Schulden ständig erhöhten. Kurz danach hatten wir einen Sohn, unseren Sohn Miguel. Er ist schön wie Alfonso und ist mein Stolz. Miguel erkannte den Mangel an Disziplin und Unentschlossenheit seines Vaters. Als unser Sohn Alfonsos sorglose Natur wahrnahm und ignorierte, änderte er sich nicht. Er borgte sich Geld von räuberischen Gläubigern, beschäftigte sich mit Kredithaien und überlistete seine Freunde, ihm Geld zu leihen, und warf es dann weg. Wir haben viel durchgemacht, aber ich habe es geschafft, Alfonso über 23 Jahre in der Reihe zu halten. Vor kurzem haben wir es endlich geschafft, Alfonsos Schulden auf etwa 10.000 zu reduzieren, fast vollständig gelöscht. In diesem Moment erhielt Alfonso einen Anruf von seinen Eltern. Bitte helfen Sie uns. Ihr Vater ist ohnmächtig geworden. Jetzt sind wir im Krankenhaus. Können Sie kommen? Welches Krankenhaus? Wie ist sein Zustand? Es ist in Ordnung. Sein Vater wurde plötzlich ohnmächtig und wir mussten einen Krankenwagen rufen. Mama, kontrolliere dich. Alfonso verließ die Arbeit früh und kam ins Krankenhaus. Also schrieb er mir, Natalia, Dad wurde ohnmächtig. Ich bin jetzt im Krankenhaus.
Es tut mir leid, ich habe unser Versprechen gebrochen und bin zu meinen Eltern gegangen. Es tut mir leid, dass dein Vater ohnmächtig wurde. Wie geht es ihm jetzt? Er hatte einen leichten Schlaganfall. Sein Leben ist nicht in Gefahr, aber er sollte sich nicht zu sehr anstrengen. Meine Eltern fühlen sich schlecht, ich möchte eine Weile bei ihnen sein. Ist das in Ordnung für dich? Sicher, mein Schatz. Geh sie trösten. Ich muss auch gehen. Nein, das ist okay, wenn du mit der Arbeit beschäftigt bist und sie können dich wieder schlecht behandeln. Ich schickte Afonso ein wenig zusätzliches Geld für Krankenhausbesuche. Sie konnten sich die Krankenhausgebühren wahrscheinlich nicht leisten. Seitdem scheint es, dass Afonso seine Eltern häufig besucht. Jedes Mal gab ich zwischen 200 und 300 Ris. Ich denke, meine Schwiegereltern hatten finanzielle Probleme und nahmen etwas von Afonso. Es erreichte 1000 oder 2000 Ris pro Monat. Es ist ein Jahr her, dass mein Schwiegervater ohnmächtig wurde. Meine Schwiegereltern sind alt geworden und ich denke, sie wollten jemanden, an den sie sich anlehnen konnten. Mein Hobby ist wie immer, Geld zu sparen. Eines Tages nahm ich mein Notizbuch aus dem Safe und lächelte. Normalerweise sah mich Afonso, der nicht interessiert war, an und fragte mich, hey, wie viel Geld haben wir auf diesem Bankkonto, dass du immer so glücklich aussiehst? Jetzt sind es etwa 500.000 Dollar, antwortete ich nonchalant. Aber am nächsten Morgen fand ich die Scheidungspapiere im Wohnzimmer und Afonso und der Safe waren beim Frühstück verschwunden. Ich konnte nicht anders, als zu lächeln. Ich wusste, dass Afonso ein Auge auf das Geld im Safe hatte. Außerdem plante er, den gesamten Safe mitzunehmen. Er ist nicht sehr schlau, aber sich vorzustellen, dass er den ganzen Safe trägt, bringt mich fast zum Lachen. Wir haben eine schwarze Katze namens Isabella. Wir haben eine Kamera installiert, um sie zu überwachen. Isabellas entzückende Eskapaden sind die heilenden Momente meines Lebens. Dort schaute ich während meiner Mittagspause in die Kamera. Unabhängig davon, wie ich das Filmmaterial betrachtete, verhielt sich meine Katze liebenswert. Eines Tages, als ich die Kamera einschaltete, waren meine Schwiegereltern und mein Mann Afonso an einem Wochentag in unserem Zimmer und führten ein unglaubliches Gespräch. Ah, du lebst in einem so schönen Haus, Afonso. Dein gutes Gehalt macht deine Mutter sehr stolz, sagten sie und schmeichelten meinem Mann. Eigentlich bin ich stolz, antwortete Afonsos Vater. Weißt du, ich verdiene auch ein anständiges Gehalt, aber Natalia bekommt alles, also bekomme ich nur eine Zulage von 500 pro Monat, sagte Afonso. Oh, armes Ding, du arbeitest viel. Ihre Mutter versteht, sie tröstet. Ich kann nicht glauben, dass sie ihr ganzes Gehalt nimmt und dir nur 500 Dollar pro Monat hinterlässt. Es ist barbarisch. Du solltest mehr verlangen, weil du einem Tyrannen wie Natalia gehorchst. Du könntest viel besser alleine leben, fuhr sie fort. Du bist unser Stolz, Afonso. Du hättest Hunderttausende retten können, aber sie nutzt dich nur aus, das arme Ding, sagten sie, als meine Schwiegermutter anfing zu weinen. Ja, ich dachte dasselbe. Du hast recht, stimmte Afonso zu. Wovon redet er? Er schien völlig vergessen zu haben, dass ich hart daran arbeitete, seine Schulden zu begleichen. Ich frage mich, was ihnen durch den Kopf ging. Außerdem, wer hat in der Vergangenheit die Schulden seiner Eltern aufgeräumt und musste ihnen jeden Monat Geld geben? Sie hat ein Bankkonto mit vielen Ersparnissen. Erstens ist es nicht fair, dass sie mir nur 500 Ris gibt, beschwerte sich Afonso. Sobald er das sagte, funkelten die Augen meiner Schwiegereltern. Sie tauschten Blicke aus. Also, wie viel hat sie? Sie verbeugten sich ängstlich und warteten auf deine Antwort. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass ich an 400 oder 500.000 Ris denke, sagte Afonso. Afonso, dieses Geld ist nicht richtig von dir, fragten sie. Es mag nicht der Anstrengung entsprechen, die du unternommen hast, aber es ist kein Geld, das du erhalten solltest. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich fange an, dasselbe zu denken, gab Afonso zu. Trotz seines guten Aussehens war Afonso unentschlossen und leicht von anderen beeinflusst. Diese Unentschlossenheit faszinierte mich, und ich widmete mich ihr von ganzem Herzen.
Wir schafften es, seine Schulden von fast 200.000 auf 10.000 zu reduzieren, aber es scheint, dass seine Eltern es wieder manipulierten und dabei waren, meine wertvollen Ersparnisse anzuzapfen. Die Szene anzusehen, war so erbärmlich. Ich war auf meinem Schreibtisch, Tränen strömten über mein Gesicht, als ich mein Telefon hielt. Ich hatte mein Einkommen hauptsächlich verwendet, um seine Schulden zu bezahlen. Außerdem gab ich ihm 500 Ries aus eigener Tasche. Obwohl er Afonso all dies erklärt hat, scheint er völlig vergessen zu haben, wofür diese 23 Jahre waren. Ich fühlte mich so traurig. Mein Herz schmerzte, als würde ich in meinen eigenen Tränen ertrinken. Ich fühlte mich, als würde ich verschwinden, kurz vor dem Bruch, aber ich stellte sicher, dass ich das Gespräch aufnahm und die Daten an meinen Sohn schickte. An diesem Tag verließ ich wegen eines Unwohlseins früh die Arbeit. Ich ging wie immer in die Bar, trank viel und schüttete alles in die Bar. In diesem Zustand tröstete mich der Kellner ruhig. Er sagte mit Gleichgültigkeit, warum leiden Sie für eine solche Person? Sie haben nichts falsch gemacht. Es gibt keinen Grund, so zu leben. Leben Sie für sie. In diesem Moment verschwanden all meine Trunkenheit und meine Liebe zu meinem Mann. Danke. Nächstes Mal erzählen wir eine nette Geschichte, nachdem ich dem Kellner davon erzählt hatte. Als ich mein Büro betrat, begann ich darüber nachzudenken, wie er das Notizbuch stehlen würde, das sich in diesem Safe befand. Er konnte sich nicht einmal vorstellen, aber ich musste mir einen Plan ausdenken. Ich zeige dir die Hölle, du solltest mich nicht unterschätzen. Ich fokussierte mich mehr als sonst. Das Sammeln von Beweisen war der erste Schritt. Danach überprüfte ich täglich die Kamera meines Haustiers. Dann kamen die hässlichen Wahrheiten zum Vorschein. Mein Mann brachte während seiner angeblichen Arbeitszeit eine junge Frau nach Hause. Es scheint, dass er etwa dreimal die Woche hereingebracht hat. Ich konnte nicht glauben, dass ich die Untreue meines Mannes miterleben musste, als ich nur ein Auge auf meine Katze Isabella werfen wollte. Isabella sah auch verängstigt aus und erschien nicht in den Dreharbeiten. Sie haben meine kostbare Zeit des Friedens mehr als das ruiniert, sie haben mich verraten, was ich nicht vergeben kann. Eines Tages werde ich sie hart bestrafen. Eines Tages, während ich arbeitete, aktivierte ich die Kamera meines Haustieres. Diesmal war es nicht eine Frau, mit der der Ehemann eine Affäre hatte, sondern meine Schwiegereltern, die wieder in unserem Haus waren. Also, es ist alles arrangiert, um Natalias Notizbuch zu bekommen, sagten sie mit einem unangenehmen Lächeln. Du bist klug, du musst an etwas gedacht haben, nicht wahr? Ja, ich habe daran gedacht. Ich denke darüber nach, den ganzen Safe zu nehmen. Es wird einfach. Hey, dieser Safe ist sehr schwer, bist du sicher, dass du es schaffen kannst? Ich werde in Ordnung sein, ich werde es in einem Wagen tragen, mir helfen, Dad. Okay, ich werde helfen. Wenn du willst. Der Safe wog etwa 150 Kilo. Wie ich vermutete, war mein Mann Afonso hübsch, aber nicht sehr klug. Ich schwor in meinem Herzen noch einmal, diese Menschen in die Tiefen der Hölle zu ziehen. Wenn wir das Geld aus dem Safe haben, können wir als Familie ins Casino gehen. Können wir wieder als dreiköpfige Familie leben, richtig, Afonso? Ja, aber ich fühle mich ein wenig schlecht für Natalia. Sie hat so glücklich gespart, dort zu arbeiten, und das Geld, das sie gespart hat, nehmen wir. Du kannst nicht so stur sein. Wir tun das für dein Glück, nicht wahr? Lass diese Frau schnell scheiden. Ich lasse die Scheidungspapiere hier. Also, das ist es. Wir warten auf das sichere Geld und eine neue Frau. Also, ich lasse mich scheiden. Nun, ich denke, das macht Sinn. Als diese Leute verzweifelt nach Geld suchten, trank ich Kaffee an meinem Schreibtisch und nahm die Szene auf meinem Handybildschirm auf. Ich war nicht einmal mehr aufgebracht oder traurig. Wenn sie diese Absichten hatten, hatte ich auch meine. Ich würde mich rächen. Ich war aufgeregt. Also, endlich ist der Tag gekommen. Hey, wie viel Geld ist in diesem Buch im Safe? Du siehst immer so glücklich aus, wenn du es ansiehst. Im Moment hat es 500.000 Ries, antwortete ich. Am nächsten Tag, als ich nach Hause kam, lag eine unterschriebene Scheidungspapier im Wohnzimmer und mein Mann und der Safe waren weg.
Ich frühstückte mit einem schlauen Lächeln, dann handelte ich schnell. Ich reichte sofort die Scheidungspapiere ein und kontaktierte meinen Sohn Miguel. Dein Dad hat endlich den Safe gestohlen. Ich kann nicht glauben, dass er ihn tragen kann. Es ist nicht so schwer, Mom. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du mit Dad Schluss machst. Übrigens hat er auch alles aus dem Tresor genommen. Ich habe das ganze Geld an die Online-Bank überwiesen, das Heft ist wertlos. Das Wertvollste mag der Safe selbst gewesen sein, weil er zu schwer war. Ich habe übrigens schon die Scheidungspapiere eingereicht. Ich denke darüber nach, einen Polizeibericht zu erstellen. Was denkst du? Wenn sie einen Polizeibericht einreichen müssen, sollten sie besser einen Anwalt einstellen. Ich werde auch die Beziehungen zu ihm beenden, sagte Miguel verärgert. Wie von Miguel vorgeschlagen, suchte ich einen Anwalt. Also rief Afonso an und sah ziemlich verzweifelt aus. Warum ist das Notizbuch leer? Was ist mit einer 500.000 Ries passiert? Du hast mich reingelegt. Es war mein Geld. Wo ist es? Sag es mir jetzt, oder ich gehe nach Hause und mache deiner Katze ein Ende, Isabella. Du hast gerade einen Raubüberfall begangen und jetzt drohst du mir. Von jetzt an habe ich meinen Anwalt kontaktiert, sagte er und blockierte seine Nummer. Ich meldete einen Vorfall der Polizei und schickte das Band an meinen Anwalt. Was für eine Erleichterung war das, was ich tun wollte. Kurz darauf erhielt ich einen Anruf von der Polizei. Wir haben den Dieb erwischt. Ein Safe wurde jedoch beschädigt, es scheint, dass er die Öffnung erzwang. Die Dinge drinnen wurden verbrannt. Afonso und seine Eltern entdeckten, dass das Gleichgewicht des alten Kontos null war und steckten anscheinend Dinge in Brand. Obwohl es ihr erstes Verbrechen war, verbrachte mein Ex-Mann einige Tage in Polizeigewahrsam. Seine Eltern wurden mit einer strengen Warnung freigelassen. Mein Ex-Mann kam in das Haus, in dem ich wohnte, nachdem er entlassen wurde und sagte, hey, mach auf, ich bin zurück. Sorry, es war nur ein Streich. Lass mich rein, lass uns reden. Wir haben die Scheidungspapiere noch nicht eingereicht, oder? Wir sind noch verheiratet. Mach keine Szene vor dem Haus. Dieses Haus gehört nicht mehr dir. Ich habe schon die Scheidungspapiere eingereicht, jetzt sind wir Fremde. Verschwinde jetzt, oder ich rufe die Polizei, Arschloch. Das ist mein Zuhause. Ich öffnete die Tür und rief die Polizei, als er anfing, eine Szene zu machen. 10 Minuten später nahm die Polizei ihn wieder. Also rief ich meinen Anwalt an, erklärte ihm, was passiert war und bat ihn, eine einstweilige Verfügung einzureichen. Also bat ich meinen Anwalt, ihn wegen emotionaler Not wegen Untreue zu verklagen. Der Anwalt sagte mir, dass seine bankrotte Familie uns nicht viel Geld geben würde, aber das spielte keine Rolle. Ich werde sicherlich Unterhalt verlangen. Anscheinend war der Grund, warum er in unser Haus eingebrochen ist, dass seine Geliebte ihn verlassen hat und er anscheinend zu mir zurückkommen wollte. Seine Geliebte überwies schnell 10.000 Ries in Alimente und es scheint, dass sie weglief. Es scheint, dass sie sich nach dem Tresorvorfall trennten. In solchen Fällen, wenn das Geld ausgeht, läuft auch die Liebe aus. Mein unterbezahlter Ex-Mann, der immer noch 10 Riesen verschuldet ist, und seine spielsüchtigen Eltern scheinen mit dem täglichen Leben zu kämpfen. Anscheinend leben sie in einer alten Einzimmerwohnung ohne Bad und kämpfen ständig zwischen den drei. Diese Information wurde mir von meinem Anwalt gegeben. Afonso bettelte, ich kann keine Alimente zahlen, bitte reduzieren Sie den Betrag. Mein Ex-Mann, der sich mit der Polizei eingelassen hatte, wollte in Rente gehen, wurde aber anscheinend aus seiner Firma entlassen. Die älteren Eltern bekamen Reinigungsjobs und scheinen kaum in der Lage, die Rechnungen zu bezahlen. Afonso hat jetzt 3 Teilzeitjobs. Aber sie, seine Eltern, sind alle spielsüchtig, also egal, wie viel Geld sie haben, verschwindet er. Ich habe ihnen von meinem Anwalt sagen lassen, dass sie sich von mir fernhalten sollen. Wenn er bei mir geblieben wäre, hätte ich geplant, seine Restschulden von 10.000 Ries zu begleichen, als er in den Ruhestand ging, aber er fiel in das Gift seiner spielsüchtigen Eltern. Immerhin war es absurd. Diese 500.000 Ries sind die Anhäufung meiner Ersparnisse, die ich von klein auf ansammelte. Es macht etwas Spaß, das Passbook zu aktualisieren.
Ich denke, ich werde jetzt ein neues starten. Ich führe ein ruhiges Leben mit meiner schwarzen Katze Isabella. Mein Sohn besucht mich von Zeit zu Zeit und erzählt mir von seiner Freundin. Dieses Mal werde ich Zeit mit mir selbst verbringen. Ich muss einen neuen Safe kaufen, der so groß ist, dass eine Person ihn nicht tragen kann. Mit Isabella fühle ich mich wie die glücklichste Frau der Welt. Ihrer Meinung nach hat Natalia richtig gehandelt? Was hätten Sie anstelle von Natalia getan? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video.